Geräte wie diese sollen sehbehinderten Menschen das Lesen erleichtern. Am Wochenende waren sie auf der Fachmesse für blinde und sehbehinderte Menschen in Balingen zu sehen, veranstaltet von der Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfe. In diesem Jahr fand die Messe schon zum dritten Mal statt. Nach eigenen Angaben ist es die größte ihrer Art südlich von Stuttgart. Hilfsmittelfirmen aus ganz Deutschland präsentierten ihre Produkte und informierten und berieten Betroffene und Angehörige. Sehende Menschen konnten beim Parcours Orientierung im Dunkeln selber erleben, wie es sich anfühlt, den Alltag mit eingeschränktem Sehvermögen zu bewältigen.